Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Legend of Mana. Am Mikrofon wieder ein bisschen richten hier. Also, ich bin weiterhin am Verzweifeln, weiß gerade nicht, was ich machen soll. Deswegen gehe ich mal wieder nach Dominia. Da habe ich ja das letzte Mal auch ein paar Quests bekommen. Denn irgendwie funktioniert das alles nicht so. Und wir schauen einfach mal. Ob wir hier noch irgendwo was finden. Kommen wir da rein. Das ist ein Laden? Kann nicht geladen werden? Hä? Okay. Was haben wir hier? Hier ist nix. Mana-Segen, wenn der mal weggehen würde. Das ist mein Grünschnabel, der ist ziemlich empfindlich, also lass ihn bitte in Ruhe. Mein kleiner Grünschnabel ist ziemlich empfindlich, also lass ihn bitte in Ruhe. Mein kleiner Grünschnabel, der stört da irgendwie an der Tür. Der soll mal verschwinden, der Grünschnabel. Geh mal weiter runter. Ich war noch nicht an der Tür. Ich glaube, ich komme die Tür auch nicht rein. Schade. Hatten wir hier. Hier war nur die Bar. Ha. Wir haben leider hier auch nichts zu sagen, ne? Wanderschaft, hey, sieh dir das an. Ach ja. Wieso haut der ab? Wo ist der denn jetzt hin? Wo ist der hin? Der ist verschwunden. Stadtgrenze. Aber hier ist nichts. Wo ist er hin? Hä? Hast du Kauli gesehen? Er läuft immer davon. Ohne seine Melodien machen meine Jongliertricks nur halb so viel Spaß. Ja, rate mal, was ich gerade mache. Ich suche ihn. Ja, nee, ist klar. Hab ich jetzt hier irgendwas übersehen? Der kann doch hier gar nicht nirgendwo lang gerannt sein. Außer er versteckt sich hinter irgendeinem Haus oder so. Wow, dass ich recht hatte, dass hier irgendwas passiert, ist schon mal interessant, aber... Ach, da kann ich noch... Aber nee, da kann ich auch nicht rein. Hä? Jetzt sind beide weg. Wo ist der hin?
Ey, hast du die gesehen? Ich habe einen Vogel gesehen, der etwas durch die Luft getragen hat. Wenn du etwas über einen Vogel wissen willst, frag einfach einen Vogel. Wow. Wie hilfreich. Oh, ich verstehe. Du glaubst, dein Freund wurde entführt, weil irgendein Sprössling einen Vogel gesehen hat? Hm. Also ich denke nicht, dass du ihn entführt hast, aber, darf ich dich an eine Kleinigkeit erinnern? Ich kann nicht fliegen. Ach ja, ich habe vergessen, dass du ein Huhn bist. Ich bin kein Huhn, ich bin ein Kanarienvogel. Im Ernst? Was soll das heißen, im Ernst? Ups. Allerdings habe ich vor einiger Zeit gesehen, dass Kauli eine Briefmarke gekauft hat. Vielleicht hat die Pelikan-Postbotin deinen Freund mitgenommen. Das ergibt Sinn. Ich werde auch eine Briefmarke kaufen, damit die Pelikan-Postbotin auf mich aufmerksam wird. Also dann, bis bald. Ja, wo kauft man jetzt hier eine Briefmarke? Besser. Wo ist Kauli hin? Er ist ein ziemlicher Tollpatsch. Vielleicht hat er sich diese Briefmarke ins Gesicht geklebt und die Pelikan-Postbotin hat versucht, ihn auszuliefern. Etwa so. Muss die Post zustellen, ich muss die Post zustellen. Huch. Ah, lass mich los. Bin keine Post, du dämlicher Vogel. Bitte störe mich nicht bei der Arbeit. Lass mich los. Okay, das kam jetzt sehr unerwartet. Die Frage ist, wohin wird er jetzt zugestellt? Das ist jetzt, glaube ich, eine der besten Fragen, die ich je stellen kann. Hm. Wo könnte ich da... Muss jedenfalls raus sein, weil sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Die Frage ist, wohin? Frage ist, wohin? Aber auch wieder eine Sache ist, bisher war alles hier. Ich war jetzt hier rechts noch nicht. Okay, hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Ich suche mal eine Pelikan-Postbotin. Hier ist nichts. Beziehungsweise ein Affen, der jongliert. Und ja, ne? Gibt's doch nicht. Wo könnte ich hier was finden? Dieser Brief war ein Irrtum. Hoppla, schwirr herum. Hab den Brief als Eilfracht zu Lali Landstraße gebracht. Lali Landstraße? Lali Landstraße. Lali Landstraße. Lali Landstraße.
Was ist hier die Landstraße nochmal? Die Luan-Landstraße kenne ich, aber nicht die Lali. Hm. Boink. What the fuck? Hey, da ist ein Brief. Hä? Wie, hey, da ist ein Brief? Ah. Das sieht nach Kaulis Handschrift aus. Oh, wir sind richtig. Juhu. Hm. Niemand beobachtet uns, also... Okay, dann wollen wir mal. Liebe Mutter, lieber Vater, es geht mir gut hier. In Ordnung, das klingt ja völlig normal. Was hat er hier noch geschrieben? Ich trete mit Capella auf, aber es läuft nicht gut. Unsere einzigen Zuschauer sind Schmetterlinge und Takokäfer. Ich habe keine Lust mehr und würde gerne nach Hause kommen. Und was machst du hier? Lass uns nach ihm suchen. Ach ja, ich muss nach Kauli suchen. Mann, ich glaube einfach nicht. Ha. Kämpfen hatte ich ja deaktiviert, das ist ja auch in Ordnung. Ich hab mich verlaufen. Kauli! Warum ziehst du mal alleine los? Komm schon, lass uns zurückgehen. Hier ist das nicht dein Brief? Hast du dir eine Briefmarke auf den Kopf geklebt, um dich selbst zu verschicken? Wow, Capella, genau das ist passiert. Warte mal. Oh oh. Capella, du hast doch nicht meinen Brief aufgemacht und gelesen. Natürlich nicht, sowas würde ich niemals tun. Was ist wirklich passiert? Ah. Na komm, man sollte schon ehrlich sein, weil er sich Sorgen gemacht hat. Du bist ein Lügner, Capella. Es tut mir leid, Kauli, ich wollte... Leute, ihr habt da jetzt irgendwas falsch verstanden. Hätte er mal gleich die Wahrheit gesagt. Hm. Oh Mann. Wo langt denn jetzt? Wir gehen nach unten. Höhlen gehen immer nach unten. Oh. Na, wenn es nicht nach unten ist, dann jedenfalls hier ein paar Kisten. Wütendes Auge. Und Giftzahn. Mann, ich habe ihn aus den Augen verloren. Und da drüben ist ein Monster. Was soll ich denn jetzt tun? Wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich kämpfen, ne? Erstmal die Kiste. Farberde, yay! Na komm. Wo ist mein Kollege? So weit ist die Strecke noch gar nicht weg, ey. Gut, das ist mit eins der weitest entferntesten, ne? Der Lay-Schlag, der würde ich jetzt vernichten. Ja, nicht ganz, aber fast. Und weg. Und. Autsch, das ist jetzt nicht gut. Und der letzte Schlag. Ha. Yes.
1000 Erfahrungspunkte. Oh. Hey, wie ist es gelaufen? Hast du Kauli gefunden? Oh. Nanu. Was machst du an einem Ort wie diesen, Capella? Was meinst du damit? Ich habe nach dir gesucht. Wo hast du gesteckt? Ich weiß es nicht. Ach ja, ich habe nach dir gesucht, Capella. Hä? Es macht überhaupt alles gar keinen Sinn. Du hast nach mir gesucht? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Dass ich immer wütend bin. Ach komm schon, Kauli. Du bist immer wütend? Sieh mich mal an. Ich habe nach dir gesucht, damit wir wieder Freunde sind. Oder Freunde sein können. Eins ist sicher, du tanzt immer nur nach deiner eigenen Pfeife. Aber ich werde nicht wieder dein Freund sein. Was? Warum nicht? Weil wir schon Freunde sind, du Dummkopf. Die Sache ist erledigt. Komm schon, gehen wir. Warte auf mich. Oh, warte mal kurz. Hier, bitte. Alligatorenhaut. Okay. Bin ich voll dabei, Alligatorenhaut, ja? Na gut, kriegt unser Kaktus Fratz mal wieder was zum Schreiben. Seines Tagebuchs. Ich habe immer noch nicht die Obstprophetin gefunden. Mann. Willkommen daheim. Hm. Schön. Eigentlich könnte man sagen, das hat er zu mir gesagt, aber nein, das ist natürlich der Titel der Story. Welcome home. Nun gut. Ja, dann suche ich weiter in den nächsten Parts die Obstprophetin. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.